Hallo? Spreche ich mit Frau Pelzig? Ja? Sie werden diese Nacht nicht lebend überstehen. Bitte? Was soll das denn? Ja? Habe ich eben mit Ihnen gesprochen? Was wollen Sie? Können Sie noch mal wiederholen, was ich eben zu Ihnen gesagt habe? Sie haben gesagt, ich werde diese Nacht nicht lebend überstehen. So, aha. Ja, das geht dann in Ordnung. Danke. Mein Gott, was soll das denn? Ich werde diese Nacht aber wieso denn? Ja? Frau Pelzig? Bitte? Frau Pelzig, ich muss meine Durchsage revidieren. Ich habe mich vertan. Ich bin in die falsche Spalte von unserem Schicksalsbuch gekommen. Wir haben so irrsinnig viel zu tun. Da kann sowas schon mal passieren. Also das mit dem nicht lebend überstehen, das gilt nicht für Sie. Es geht bei uns im Augenblick leider etwas durcheinander. So, und was wird mit mir? Moment, Pelzig. Ich schau mal eben nach, Pelzig. Pelzig, ja, hier. Sie werden diese Nacht nicht besonders gut schlafen, steht hier im Buch. Ach, übrigens, gleich wird ein Herr bei Ihnen vorbeikommen, der soll sofort zurückrufen. Bei wem denn? Hier in der Schicksalszentrale. Er hat die Nummer. Ah, ja, bei mir hat's geschellt, ich muss auflegen. Hier richtig bei Pelzig? Ja. Frau Pelzig, Ihre Uhr ist abgelaufen. Sie werden diese Nacht nicht lebend überstehen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Todesbote. Ach so, Sie sollen die Zentrale anrufen. Das stimmt nämlich nicht mit mir. Wie? Ja. Das wollen wir doch erst mal sehen. Bitte, bitte. Ja, Momentchen mal. Schicksalszentrale. Ja, hier Schmölders. Ich bin gerade bei Frau Pelzig. Was soll da? Ja, da ist ein Versehen, Schmölders, passiert. Streichen Sie den Auftrag. Aha. Ja, nun? Sie sollen nur schlecht schlafen. Ach Gott, da muss ich ja wieder die ganze Nacht wach bleiben. Ja, ist gut. Ach ja, meine Güte. Frau Pelzig, haben Sie vielleicht irgendetwas zu trinken da oder so? Ja, gerne. Frau Pelzig, ist unser Todesbote noch bei Ihnen? Ja. Geben Sie ihn mir bitte noch. Ja, für Sie. Ja. Schmölders, Todesbote? Nee, hören Sie, Schmölders, Sie müssen einen anderen Auftrag übernehmen. Sie müssen 500 Hühner auf Ihr Ende vorbereiten. Ach, die sollen die Nacht nicht lebend überstehen. Richtig, 4.30 Uhr Notschlachtung. Bereiten Sie sie darauf vor. Ja, was muss ich da sagen? Gagak, gagagak, gagagak. Gagagak, gagagak. Nein. Gagak, gagagak, gagagak. Können Sie nicht Primel zu den Hühnern schicken? Primel hat heute Nacht den großen Hotelbrand, das wissen Sie ganz genau. Ja, und was mache ich denn mit der Frau? Ich dachte, die soll eine unruhige Nacht haben. Die schläft mir doch glatt ein. Ich schicke ihr später Primel rüber. Wann? Nach dem Brand. Das ist doch zu spät. Soll ich nicht vielleicht doch lieber hier bleiben? Nein, ich ändere die Eintragung für Frau Pelzig hier im Buch. Kriegt sie halt die nächste Nacht. Frau Pelzig wird nächste Nacht ziemlich schlecht schlafen. Ja, das soll aber dann Friebig übernehmen. Ich mach das nicht mehr länger mit. Es geht nicht gegen Sie, Frau Pelzig, aber bei uns geht wirklich alles durcheinander. Ja? Frau Pelzig? Bitte? Primel hat den Hotelbrand nicht geschafft. Dem ist ein großer Auffahrunfall dazwischen gekommen. Das habe ich glatt übersehen. Bitte? Ist der Herr Schmölders noch bei Ihnen? Nein, der ist doch schon längst raus. Weil ja Primel den Hotelbrand nicht geschafft hat und jetzt sollte Schmölders... Aber, naja. Das will nur eine Schicksalszentrale sein. Sowas habe ich mir aber auch würdiger vorgestellt. Bitte. Frau Pelzig, ist Primel noch da? Primel?
Ach was, ich denke, Priemel ist bei dem Auffahrunfang hängen geblieben. Bei mir war Schmölders und morgen kommt Fiebig. Mit Priemel habe ich doch überhaupt nichts zu tun und Schmölders ist schon längst weg. Wo ist er denn hin? Na, ich denke, der muss zu dieser Hühnerfarm. Ach ja, deswegen habe ich angerufen. Das sind keine Hühner, das sind Enten. Er darf deshalb auch nicht gackern, er muss quaken. Können Sie ihm das sagen? Schmölders ist doch schon längst weg. Heute Nacht geht aber auch alles schief. Oh, Moment, Moment. Ich sehe ihn durchs Fenster. Er steht unten und pumpt das Fahrrad auf. Das ist gut. Dann rufen Sie ihm doch bitte folgende Botschaft runter. Quack, 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 quack. Ist das alles? Ja, er weiß dann schon. Ja, ist gut. Quack, 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 quack. Hallo! Quack, 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 quack. Was? Quack, 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 quack. Mäh, blöde Ziege.